Ich habe kein Herzleiden, deshalb brauche ich keine Beta-Blocker. Lesen. Lesen. Lesen, habe ich gesagt. Lesen. Das ist ein bisschen verbuggt. Stift, Hose, Weste, Büroklammer, die Patronen nehme ich mit. Kann ich jetzt? Nö. Geht das nur um Wald? Oh, das kann ich lesen, okay. Warum ist manches eigentlich auf Deutsch übersetzt und manches nicht? Oh, Tomatenketchup. Früher habe ich Tomatenketchup überhaupt nicht gemocht, aber mittlerweile. Oh, Essig. Mittlerweile mag ich Tomatenketchup tatsächlich ganz gern. Passt wunderbar zu Kartoffeln und dergleichen. Oh oh. Scheiße, das sind recht viele. In der Stadt bleiben ist anscheinend eine schlechte Idee. Und ich kann nicht mehr rennen, weil ich zu überladen bin. Aber die sind trotzdem langsamer als ich. In der Stadt bleiben ist wirklich schlecht, glaube ich. Muss ich es eigentlich abhängen? Oh, eine Axt! Okay, das ist mein Haus, das ist schon mal gut. Kühlschrank ist hier. Oh, ein Schinken. Reduziert Panikattacken. Okay. Gehen wir lieber ins Beälter. Die kann ich wahrscheinlich später noch brauchen. Habe ich das schon gelesen? Ich mach's da rein. Rein da. Päckchen mit Radieschensamen. Rein da. Tomatenketchup und Vitamine können da rein. Die Limonade und der Essig kann da auch rein. Der muss zwar nicht gekühlt werden, da schimmelt er höchstens, aber egal. Eine Axt finde ich super.
mal da drin, wenn du sowas. Rein da. Rein da. Vielleicht hätte ich mich vorhin auch mit dem retten können, aber irgendwie scheint das eh nicht alles. Wisst ihr was? Ich rüste mal die Axt aus. Guck mal, ob ich jetzt. Würde mich interessieren, ob ich jetzt hier graben kann. Ja! Die sind da drin, oder? Oh oh. War ich nicht! Das lockt jetzt wahrscheinlich alles hier aus der Umgebung an. Da ist vielleicht besser, wenn ich erstmal drin warte. Okay, ich bin leichte Wehwehchen. Hört das auch irgendwann mal auf? Tut mir leid, mein Lootfinger. Die sind echt viele unterwegs, kann das sein? Okay, die haben mich noch nicht gesehen. Ich hau mal lieber hier runter ab. Versuchen wir sie einzeln zu kriegen. Zu viele, zu viele. Ich bin extrem panisch. Ich renne mal hinter. Oh, ein Zaun. Ein trockener Mund. So muss ich mal uns umgehen. Beste, was man als Zombie-Apokalypse machen kann, plündern! Ich würde gerne wieder zu meinem Haus kommen. Typisch bei einer Frau. Der hält ganz schön was auf. Schmerzpillen, die nehme ich gerne mit. Und deine Schlüssel sind auch meine jetzt. Die Schmerzpillen und die Seife nehme ich auch mit. Da weiß ich nämlich, was die haben. Oh, das nehme ich auch mit. Ich nehme nur noch Sachen mit, von denen ich jetzt weiß, wo richtig. Dass sie mir was bringen könnten. Also aber wirklich. Das zum Beispiel. Das ist ganz schön schwer. Vielleicht sollte ich einen Baseballschläger ausrüsten. Keine Ahnung, wo die jetzt herkommen.
Tür eingeschlagen? Hä, wo zur Hölle sind die jetzt hergekommen? Streichhölzer kann man auch gebrauchen. Das nehme ich mal. Den Apfel erstmal mal. Jetzt bin ich noch ein bisschen überladen. Aber sind noch minimal. Und daher denke ich mal, ist das okay. Die Axt brauche ich lieber für andere Sachen tatsächlich. Der hat keine Arme mehr. Also keine Hände. Lalalala. Nenn mich Negan. Oh, eine Perlenkette. Oh, kann ich die Dinger dann noch suchen? Ja, ist gar nicht so leicht, die ganzen Zombies zu verprügeln, schätze ich mal. Geht doch mal raus auf die Straße und verprügelt mal ein paar Leute und sagt mir mal, ob es leicht ist. Also mit dem Baseballschläger. Wenigstens weiß ich, dass ich Richtung Heimat komme. Oh! Ich komme nicht Richtung Heimat. Uah, zu viele, zu viele. Ich will doch nur mein Haus zurück. Der Auffälligkeitsskill war vielleicht nicht meine beste Idee. Ey, was soll denn der Scheiß? Stirb endlich! Ich bin verletzt, oder? Bin gekratzt, na okay. So, reißen wir sie mal und machen wir einen Stoffhetzen. Wie oft kann ich die zerreißen? Okay. Besser. Ruhen wir uns kurz aus. Kann ich gerade nicht. Wahrscheinlich ist ja aufgewühlt oder so. Ausruhen. Pause gegönnt. Ein bisschen zu viel Gewicht. Naja. Mir geht's, glaube ich, ganz gut. Ich komme bloß nicht mehr an mein Haus ran, leider. Lalalala. Was hast du bei dir? Nee, die will ich haben.
Ah, das ist wirklich praktisch. Wie zur Hölle kommen die immer überall hin? Okay, solange du hier drin bist. Abschlag. Wie geht's dem eigentlich? Schaden ist gar nicht schlecht. Ich finde es toll, dass man ja, dass man kann ja wirklich alles finden. Vielleicht soll ich mal den Glücksskill nehmen. Ich glaube, das hilft vielleicht mehr. Beim nächsten Mal, dass ich auch wirklich alles blutig verschmutzt. Dieses Sammelskill und das alles bringt irgendwie gar nichts, weil ich kann nicht hier überall sammeln. Komm mal her. Da ist keiner. So, sobald hier nichts Gutes. Gott, ist die hässlich. Du bist so hässlich, du könntest glatt ein modernes Kunstwerk sein. Bei dir steckt jetzt keiner mehr in die Kiste, glaube ich. Was? Okay. Und die machen nach und nach wirklich alles kaputt, hier habe ich das Gefühl. Guck nochmal auf die Karte. Boah. Sollte man nicht im Freien machen, schätze ich mal. Karte lesen. Ich bin jetzt hier. Da oben ist Wasser. Gut, ich kann beide gleichzeitig treffen. Lalalala. Er ist ein Scheiß. Abschlag. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt. Ist ganz schön stabil manchmal. Wahnsinn, wie schnell die Leute alle infiziert waren, oder? Ich habe noch keinen einzigen Überlebenden gefunden. Was ja nicht unbedingt verwunderlich ist. Oh, Moment. Ah, ein Kugelschreiber, okay. Ich glaube, ich komme nicht mal in mein Haus ran. Braucht nämlich eine Pause. Lalalala. Okay, so langsam wird's hässlich.
Ah, meine Waffe ist kaputt, meine Waffe ist kaputt. Wo ist meine Feueraxt? Okay, let's get ready to rumble. Oh, jetzt sind's mehr geworden. Die getötet, ich dachte, ich hab die andere getötet. Sterbt und bereut eure Sünden. Ihr seid alle Sünder. Oh Gott, das werden zu viele. Lasst mich in Ruhe, ihr undankbares Pack. Ich hab alles für euch getan. Ich versuche euch zu erlösen. Ich glaube, das war ein Treffer für mich. Ich kann mich auch kaum bewegen. Kriecht der da? Ich bin verletzt. Uah! Ich kann. Hä? Was ist denn hier los? Ich konnte mich gerade gar nicht mehr bewegen irgendwie. Okay. Ich brauche was zu verbinden. In die Leiste. Na danke. Die hat mir im Fuß gebissen. Miststück. Wie geht's mir? Ich versuche mal was zu desinfizieren. Hallo? Ich kann gar nichts machen gerade. Also, verbuggt ist das Spiel noch ein bisschen. Schlag doch einfach mal von oben rein in die Alte. Würdest du das jetzt bitte desinfizieren? Kann ich jetzt hier eigentlich? Oh, ach, ich muss im Wald sein. Materialien, Pilze, Beeren, Heilpflanzen. Was habe ich gefunden? Ginseng. Hunger. Oh. Such nochmal. Vielleicht soll ich mir hier hinten irgendwo eine Basis bauen. Aber dazu sollte ich eigentlich ausgeruht sein. Das wäre zumindest schlauer. Wir sind denn hier drin schneller? Gut, wie geht's meiner Axt? Oh, die hält noch ein bisschen. Schmerzen, etwas durstig, etwas hungrig. Wir haben ja Essen dabei. Ist noch ein Radieschen. Zu trinken habe ich nichts, oder? Ich habe nichts zu trinken dabei. Reisig.
Okay, jetzt kann ich vielleicht mal anfangen zu bauen. Ast. Jagdmesser, Küchenmesser. Oh, ein scharfer Stein. Wie kann ich einen scharfen Stein machen? Wie mache ich eine Steinaxt? Stoffhetzen und ein scharfer Stein. Wie mache ich einen scharfen Stein? Alles sowas. Tischlern. Schiene, sterile Bandage. Vielleicht hätte ich auch Bandage nehmen sollen. Wie kriege ich einen scharfen Stein? Suchen wir uns einen Stein. Ich würde gerne einen Stein finden. Einen scharfen. Finde ich da vielleicht mehr davon? Kann ich auch nach allem suchen, also bitte. Sonst geht's mir gut, da habe ich eine verdreckte Bandage. Ich habe haufenweise Steine, aber kann ich die nicht irgendwie bearbeiten? Stell mal einen Steinhammer her. Beziehungsweise ich gehe jetzt mal in ein Haus. Ich muss dringend was trinken. Deine Hände sind zu stark beschädigt, also bitte. Ich brauche was zu trinken. Kurz vor dem Umfallen. Du kannst kaum gehen. Okay. Ich muss auf jeden Fall schlafen und was trinken. Ich würde sagen, wir schlafen einfach mal. Danach müsste mir eigentlich wieder gut gehen. Anscheinend wirklich. Ich habe bloß ein bisschen Hunger. Guck mal, wie es meiner Gesundheit geht. Warum blute ich denn jetzt schon wieder? Und die eine Verletzung scheint wirklich weg zu sein. Erstmal nochmal den Ketchup. Trink noch einen Schluck und ich gehe nochmal ganz kurz raus.
Ich versuche nochmal in mein Haus zu kommen, nach Möglichkeit. Etwas panisch. Kann ich wieder in mein Haus oder? Ah, super, ihr habt alles kaputt gemacht. Hier. Danke, ihr Pisser. Das war's nun mit meinem Haus. War nicht so ein dringendes Bedürfnis, alle Türen einzuschlagen? Das verstehe ich nicht so ganz. Etwas panisch. Ich nehme einfach meinen Kram mit und hau ab. Oder hier ein bisschen was mit Hunger, Kalorien. Haben wir hier noch irgendwo? Nehmen wir das, die Dose mit Erbsen. Ich weiß, ich bin gleich total überladen. Dosen. Möglichst aufheben. Die werden sich wahrscheinlich am längsten halten. Aha. 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 Wow. Kann ich das Ding auch beladen? Oh! Ich brauche hier gar nicht rumlaufen. Ich kann hier alles reinpacken. Vielleicht soll ich einfach mit dem Auto rumfahren. Giftige Beere. Die lasse ich mal lieber fallen. Ja, das war's mit dir. Wer war das, bitteschön? Sag mal, wo kommt dieser Schuss jetzt bitteschön her? Das impliziert ja, dass jemand am Leben ist hier. Lass mich die kaputt schlagen. Kommt nur her. Was ist das denn für ein Alien?
haben wir es jetzt endlich mal. Ich sollte vielleicht mal hier drauf drücken. Genau so wie hier. Wahrscheinlich wäre das viel cleverer. Dann hauen wir einfach mit dem Auto ab. Räumen wir die Bude wieder aus hier. Schnell. Man kann alles gebrauchen. Ich plündere hier nur. Stör dich nicht an mir. Oh, geht doch. Ich ruhe mich mal kurz aus. Habe ich Schmerzen? Ach Mensch, da war die Uhrzeit vorhin schon da? Das habe ich gesehen. Und ich sehe gerade, liegt das ganze Zeug etwa unten jetzt. Woher kommt das Zeug? Ich soll schon wieder nicht auf alles nehmen. Iss mal ein paar Erdbeeren. Besser. Bist nicht du, wenn du hungrig bist. Schnapp dir einen Snickers. Ich glaube, das Auto ist voll. Ist der Hilfekasten? Ich habe alles in den Erste-Hilfekasten gepackt. Warum ist dein Erste-Hilfekasten, bitteschön? Ist es? Ach, das ist in den Zombie gepackt, so ein Scheiß. Ich muss hier vielleicht mal drauf achten, wo ich das hinpacke. Mein Schinken. Boden. Ich habe alles auf den Boden gelegt. Na super. Ich dachte, ich kann das in das Auto packen. Ich schau mal kurz auf. Da muss ich das hinten drauf packen. Ah, jetzt ist es. Komm mal her. Ich glaube, die verwesen hier gerade. Das ist besser. Ich sollte vielleicht nicht so lange hier bleiben, wenn die anfangen zu gammeln. Das Schöne ist, jetzt wird wenigstens mein Inventar wieder leer. Gut. Nehmen wir mal alles, was hier auf dem Boden liegt. Das ist echt kompliziert, muss ich sagen. Hätte ich jetzt. Das viel ist viel komplexer, als ich erwartet hätte. Und ich muss noch überlegen, wie ich irgendwie einen scharfen Stein kriege.
alles da rein. Da passt auch einiges rein. Ich weiß nicht, ob ich die Türklinke brauche, aber ich nehme sie einfach mal mit. Und ehrlich gesagt, ich möchte so viele Zombies töten wie möglich. Digitalohren, die brauche ich wirklich nicht. Ah. Der Sprit ist alle, wie es scheint. Kein Schlüssel. Was? Ernsthaft? Ich habe keinen Schlüssel zu meinem eigenen Auto. Das ist doch wohl ein scheiß Witz. Ich hätte gedacht, an meinem Haus ist das auch mein Auto. Kein Schlüssel. Scheiße. Wisst ihr was? Das soll erstmal für heute reichen. Das war Let's Play Project Zomboid für heute. Bis zum nächsten Mal. Bye, Leute.